Bei einer Biodatenverkehrsbeeinflussungsanlage handelt es sich um ein elektronisches System, was auf Autobahnen zum Einsatz kommt. Dieses System besteht aus einer Vielzahl von Sensoren und Aktoren, die entlang der Strecke orientiert sind. Diese Sensoren messen die Verkehrsstärke, das heißt, wie viele Fahrzeuge fahren, die Verkehrsdichte, wie eng sind die Fahrzeuge zueinander, das heißt, bahnen sich ein Stau und haben mit der Zeit einen Stau entlang der Strecke. Weiters messen sie die negative Geschwindigkeit, das wäre der klassische Geisterfahrer. Ein weiterer Sensor ist ein Regensensor und Messesensor, der die Ingenieur Thomas Kreiner von Asfinag Baumanagement. Bitte sehr. Reden Sie ins Licht, meine Herren. Wo steht denn diese erste Verkehrsbeeinflussungsanlage? Wo hoffentlich noch viele kommen, diese Wissen, das wir generiert haben, hier auch positiv anwenden zu können. Das klingt ja vielversprechend. Herr Gemüser, ich muss Sie fragen. Jetzt kommt der Winter. Was passiert, wenn der besonders hart und lange dauert? Wird die Verkehrsbeeinflussungsanlage funktionieren? Im Winter haben wir trotzdem Sonnenschein. Wenn wir vom Heizen sparen, sind wir energieautark. Bitte, dann wünschen wir weiterhin alles Gute und herzliche Gratulation für Ihr Projekt. Ihr wart C, na gut. Herr Dr. Hasi, glaube ich, auch C. Na gut, mal schauen, wer recht hat.